Maria Rösselhummer, Sie sind die Chefin der österreichischen Frauenhäuser, also des Vereins Autonome Frauenhäuser, damit auch von der Frauenhelpline. Jetzt gibt es eine tragische Häufung von Gewalttaten und auch Morden an Frauen. Aber was ist denn die richtige Vorgehensweise für eine Frau, die sich bedroht fühlt oder wirklich tatsächlich bedroht ist, um hier Hilfe zu finden und sich selbst zu schützen? Ja, grundsätzlich wäre es gut, wenn eine Frau relativ schnell Hilfe holt, also schon bei den ersten Anzeichen einer Gewaltbeziehung, also so, wenn sie die ersten Warnzeichen sozusagen erkennt und merkt, diese Beziehung ist eigentlich keine gute Beziehung, ja, also er kann zum Beispiel Probleme und Konflikte nicht lösen miteinander, sondern er zuckt bei jeder Kleinigkeit aus, ist immer nur aggressiv und man kann nicht wirklich Probleme besprechen miteinander. Das sind so erste Anzeichen, dass dieser Mann nicht in der Lage ist, Probleme, Konflikte gewaltfrei zu lösen zum Beispiel. Das sind so, oder er kontrolliert ständig oder er lauert auf oder er ist einfach sehr eifersüchtig und sie darf zum Beispiel mit niemandem reden oder er macht alle Freunde und Freundinnen schlecht und so weiter. Also das sind so erste Anzeichen einer Gewaltbeziehung. Und je früher Frauen anrufen oder sich an eine Beratungsstelle wenden, desto besser wäre es. Ja, weil wir wissen, je länger eine ungesunde Beziehung, eine Gewaltbeziehung andauert, desto heftiger und schwerer öfters passiert Gewalt. Ja? Und dadurch wird sozusagen die Frau immer wieder eingeschüchtert und das Selbstwertgefühl der Frau sinkt immer mehr. Daher ist es gut und wichtig anzurufen, nämlich bei der Helpline zum Beispiel, der kostenlosen Nummer 0800 222 555, wo die Frauen rund um die Uhr kostenlos und anonym Beratung bekommen. Und dort kann man sozusagen dann auch, kann die Frau herausfinden, welcher Weg wäre für sie das Beste. Ja, möchte sie in ein Frauenhaus oder möchte sie längerfristige Beratung in Anspruch nehmen, damit sie aus dieser Gewaltbeziehung herausfindet. Hm? Das heißt, das aber ist so eine kein einfacher Weg. Ja. Mhm. Aber eine betroffene Frau, der kann man auch versichern, dass zum Beispiel die Frauenhäuser, die Adressen sind ja nicht öffentlich bekannt, soweit ich weiß. Also man hat dort auch sozusagen ein bisschen den Schutz der Anonymität und es wird dann nicht leicht auffindbar sein für den problematischen Partner, oder? Ja. Das ist richtig, aber die Nummern der Frauenhäuser sind an und für sich bekannt, auch auf den Webseiten oder in sozialen Einrichtungen. Auch die Polizei vermittelt oder hat diese Nummer. Sie kann natürlich alle Nummern bei uns bei der Frauenhelpline herausfinden oder bekommen oder wir vermitteln weiter. Also es ist die Nummern, die Telefonnummern sind sehr wohl öffentlich. Ja? Nur die Adressen sind geheim. Ja? Und das ist natürlich wichtig, dass die Frauen zumindest die Telefonnummern haben. Das ist auch in den Bundesländern. Übrigens gibt es auch Flyer, die aufliegen, Informationsmaterial über die Frauenhäuser. Genau. Und wenn zum Beispiel jetzt schon eine akute Situation vorliegt, ne, die Frau, oft ist es ja so, dass viele Frauen sich oft nicht der Polizei anrufen trauen oder sich wohin wenden trauen, weil sie Angst haben vor dem nächsten Schritt des Täters. Es könnte sein, dass er dann die Drohungen wahr macht und dass dass es noch zu heftiger Gewalt kommt, wenn sie einen Schritt setzt. Aber trotzdem ist es wichtig, sich zu überlegen als Frau, wann ist der richtige Moment, wann kann ich anrufen, wann kann ich mir Hilfe holen. Und ein Anruf ist sozusagen der erste Schritt, einmal herauszukommen, sich zu überlegen, wie könnte ich diesen ganzen Terror entfliehen. Aber das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man in so einer Beziehung feststeckt, dass sich die Situation ohne Hilfe von außen nicht bessert. Aber warum ist es denn für viele Frauen ganz offensichtlich auch so schwierig, hier einen Schritt zu setzen, um sich Hilfe zu suchen und an entsprechende Stellen zu wenden?
Ja, da muss man einfach wissen, wie so eine Gewaltdynamik funktioniert. Ja? Also Gewalttäter können sehr gut manipulieren und die Frau beeinflussen, nämlich dahingehend, dass sie nach jedem Gewaltdelikt oder einem Gewaltakt mehr oder weniger der Frau immer wieder versprechen, es kommt sicher nie mehr wieder vor. Ne? Ich werde mich bessern, ich werde mich ändern, es wird sicher nicht mehr vorkommen, du wirst sehen, unsere Beziehung wird wieder besser. Und Frauen klammern sich natürlich auch an diese Versprechen und hoffen natürlich auch immer wieder, dass es sich tatsächlich ändert. Ja. Daher ist dieser Einfluss der Täter so oft so massiv, dass sie oft das Gefühl haben, sie kommen da sowieso nicht heraus. Und das muss man verstehen, dass die Frauen oft einfach diesen Weg oder diese Beziehung so länger durchziehen und sich oft keine Hilfe holen. Das muss man einfach wissen, dass die Täter so eine extreme Macht und Macht ausüben können über die Frauen, dass sie diese Schritte oft nicht setzen oder nicht erst sehr spät setzen. Das heißt, man kann alle Frauen nur aufrufen, in dem ganz eigenen Interesse sich zum Beispiel an die Frauen-Helpline oder den Verein Autonome Frauenhäuser zu wenden, und man kann ihnen auch versichern, dass sie dort im Fall der Fälle sogar mit Sack und Pack und möglicherweise betroffenen Kindern untertauchen können und die entsprechende Hilfe bekommen, die sie brauchen, um sicher zu sein und ihrer Opferrolle entfliehen zu können, oder? Genau. Immer wieder ermutigen, dass es Hilfe gibt, dass sie nicht alleine sind und dass es eine Nummer gibt, eine zentrale Nummer, wo sie anrufen können. Und wir besprechen auch am Telefon zum Beispiel diesen Weg in ein Frauenhaus. Ja? Also worauf muss sie achten? Also einerseits der richtige Zeitpunkt, wann ist es günstig, sozusagen einen Koffer zu packen, die wichtigsten Sachen zusammenzusammeln, auch für die Kinder, die wichtigsten Spielsachen etc. Einzupacken, den Koffer vielleicht bei der Nachbarin einmal unterzubringen oder bei einer Freundin, nur damit der Partner eben nicht mitbekommt, dass sie diesen Weg oder diesen Schritt jetzt setzt. Und auch womöglich einen zweiten Autoschlüssel besorgen und alle wichtigen Dokumente sammeln und den Kindern noch nicht so schnell etwas, auf gar keinen Fall etwas sagen, weil Kinder verplaudern sich halt auch immer wieder. Also diesen Weg in ein Frauenhaus, der muss natürlich auch gut geplant werden, damit es eben zu keiner Eskalation kommt, damit es eben zu keinem Mord an einer Frau kommt.